Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge people@tap.de. Heute mit meiner Kollegin Sibylle. Sibylle ist bei uns im Inside Sales tätig. Hallo Sibylle. Hallo Verena. Sibylle, du bist ja schon wirklich lang bei der TAP. Erzähl doch mal, wie war denn dein Werdegang bei uns? Also, ich bin in dem Jahr seit 10 Jahren bei der TAP, habe ganz klassisch im Vertriebsinnendienst angefangen, habe da sehr viele Projekte mit unserem Chef, dem Michael Krause, gemeinsam gemacht, konnte da sehr, sehr viel lernen. Bin dann sehr schnell ins Account Management gegangen, das heißt, ich war als Kundenbetreuerin für ein bestimmtes Vertriebsgebiet zuständig. Habe dann 2 Kinder bekommen im Laufe der Jahre und bin dann wieder zurück in den Inside Sales als Leitung, mache auch das Partnermanagement mit und arbeite momentan in Teilzeit. Wow, das ist beeindruckend. Kinder bekommen, ist es wirklich die TAP ein kinderfreundlicher Arbeitgeber? Das würde ich auf alle Fälle unterstreichen. Zum einen hat man wirklich die Möglichkeit, sich entsprechend der Businessgegebenheiten und der verfügbaren Stellen zu verändern. Da ist man mir immer sehr entgegengekommen, wie auch meine Verfügbarkeiten waren. Man hat da aber auch ja, meine Fähigkeiten und meine Erfahrung berücksichtigt, dass man wirklich die passende Stelle gefunden hat. Zum anderen ist es natürlich so, das wissen wir alle, dass Kinder auch gerne mal krank werden. Da hat ja jeder so sein kleines Päckchen dabei. Das kriegen wir bei der TAP sehr, sehr gut hin. Wir halten da alle zusammen und auch bei mir im Team Inside Sales ist wirklich so, dass wir mehrere Mütter haben und wir ergänzen uns dann, wir helfen uns dann natürlich auch gegenseitig aus, wenn Not am Mann ist. Das stimmt, vielen Dank. 3 kurze Fragen, 3 schnelle Antworten, okay. Auch für dich, Sibylle. Kaffee oder Tee? Kaffee. Nachos oder Popcorn? Popcorn. Bridgerton oder Downton Abbey? Downton Abbey, auf alle Fälle. Danke, Sibylle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.